So nah hat man die Donetsker Spieler selten vor der Linse. Im Abschlusstraining am Dienstag in der Allianz Arena kickten sie ausgelassen hin und her. Während die vielen Brasilianer im Team ihre Ballkünste präsentieren, amüsieren sich die Kollegen auf der Bank, wo an Spieltagen eigentlich die Ersatzspieler der Bayern sitzen. Auch Donetsk beherrscht das Kreiselspiel, das die Bayern oft im Training praktizieren. Die Münchner spielen in der Regel aber 7-2. Bei den Ukrainern sind es 7-1. Knapp 24 Stunden vor dem entscheidenden Spiel ist die Stimmung unter den Donetskern ausgelassen. Kein Wunder, denn als Außenseiter haben sie im Achtelfinal-Rückspiel eigentlich nichts zu verlieren.